Und da sind wir auch schon wieder in der nächsten Folge Let's Play Minecraft. Nach der großen Aufnahme mit Hosti. Jetzt mal wieder vollkommen solo. Und ja, schauen wir doch mal. Also, ich würde sagen, ja, wir machen erstmal gleich die Lavaarbeiten weiter. Aber erstmal wollte ich mal wieder was gucken. Moment. Das zum Beispiel. Das war bei 30, oder? Normalerweise? Ja. 31, auch okay. So. Ja, das Wasser hat man schon schön. So. Ich habe mir mal überlegt, wir haben jetzt schon eine ziemliche schöne Welt aufgebaut bis jetzt, ne? Und ja, unser nächstes Projekt, was wir im Nether schon angefangen haben, wird also ein bisschen von hier Abstand halten, also wir werden da nicht mehr so oft hier sein. Wir werden nicht mehr so oft hier sein, höchstwahrscheinlich. Und ja, deswegen wollte ich mir das nochmal eben schön anschauen und gucken. Also gut, also Glas relativ wenig, davon werden wir Mangel haben. Diamanten ist okay, ja, das ist super. Redstone locker, also damit werden wir auskommen. Zettel, Gemälde, toll. Also, top. Jo, unser Kobbel. Und der Klini ist ja noch da hinten drin. Eine Menge Knochen. Hier Goldrüstung. Noch ein Bogen. Verzauberte Bögen. Die uns eigentlich gar nichts bringen, aber wir haben sie trotzdem in der Tasche. Ah ja, hier hatten wir die ganzen Mumpitz vor der Aufnahme noch alle reingetan. Was haben wir hier alle drin? Unser eines rohes Schweinefleisch. Mit Schweinen haben wir bis jetzt noch gar nicht groß gearbeitet, aber nein. Okay, das macht ja nichts. So, nee, das war jetzt nochmal ein bisschen Nostalgie. Und ja. Ich höre hier einen Zombie. Wir haben es immer noch nicht hell genug, glaube ich. Wo bist du? Drecksack. Zack. Ich höre dich. Bist du in unserem Zimmer? Nein. Bist du im Klo? Bist du in der Bibliothek? Wieso? Achso, ja, ich habe mal zwischendurch kurzzeitig ohne Mods gespielt. Um was zu gucken. Und dann muss man das ja immer, wenn man die neue Mod neu lädt, kurz ab und wieder anbauen. Ja, das macht ja nichts. Gut. 18 Level haben wir schon wieder. Schon nice. Hier könnten wir mittlerweile auch mal eben Dingens austauschen. Glowstone und die Fackeln. Die Bibliothek, die wird ja langsam. Und das könnte man dann auch schon mal machen. Ach, nur 3. Okay, 20 reichen locker. Nicht, wie wir... Oder wir könnten... Ja, ich glaube, das sieht in der Bibliothek geiler aus.
Machen wir da so. Hier. Der muss ja über uns sein oder so. Oder der ist dahinter. Und dann machen wir mal so vier ab. Nee. Und jetzt. Der ist doch. Alter, wo ist denn der? Nee, hier kann er nicht sein. Das wurmt mich jetzt aber ein bisschen. Schön Mitte finden. Wollen wir die hier? Oder hier? Ich glaube, hier machen wir die. Und der 3 Abstand zum anderen. Aber hier hat er dann 4. Das geht. Das ist okay. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Hier ein 4er, da wegen dem Durchgang ein 3er. Da wieder ein 4. Können wir jetzt mal die Fackeln endlich lösen? Ups. Mausempfindlichkeit, Alter. Stört ein bisschen in der Präzision, spart aber ziemlich weh. Und ich kann auf fast einer klitzekleinen Stelle schon mal so rumdrehen. Ah ja. So. Hier, den müssen wir auch noch ändern. Eigentlich könnte man den genauso verstecken. Aber wie? Wisst ihr, was richtig geil wäre? Was sogar top überhaupt wäre? Wenn man mit Pistons viel besser arbeiten könnte, wie zum Beispiel, dass man Slime auf jeden Block machen könnte. Weißt du, ich demonstriere das mal eben bei einem Crafting Table. Weißt du, nehmen wir jetzt mal einen Glowstone. Der ist jetzt hier. Alter, dieser Zombie. Also nehmen wir mal einen Glowstone. Der ist hier. Und dann haben wir einen Slime. Und dann packen wir den Slime unten hin und dann ist er unter dem Glowstone klebrig. Packen wir den oben hin, ist er über dem Glowstone klebrig. Und wenn wir den dann an einen anderen anbauen, dann kleben die zusammen. Und dann müsste man nur noch Pistons so einstellen, dass die in Stufen höher gehen, weißt du? So wie mit den Repeatern. Die kann man ja auch einstellen in den Intervallen, also wie lange die brauchen, bis sie sich aktivieren. Weißt du, demonstriere ich auch mal eben schnell. Das hatte ich mir, ist mir mal so durch den Kopf gegangen. Zack. Weißt du, kann man dann so draufdrücken. Das kann man dann mit den Pistons auch machen. Und wenn man den dann normal hat, geht er nur einen hoch, wenn man den aktiviert. Hat man den 2, dann geht er 2 hoch. Dementsprechend noch 2 runter. Und so kann man das dann einstellen, dass man dann so Türen, weißt du, das ist dann für die Bibliothek so. Gehe ich mal wieder schnell runter. Dass man dann hier 2 Bücherriegel macht. Dann ist das obere unten klebrig, sodass die beiden zusammen kleben. Dann kann man durch eine Druckplatte einen Piston aktivieren, der diese beiden dann runterzieht. Und wenn man dann durchgeht, zieht sich eine Tür nach unten hin. Weißt du, das geht ja so nicht. Wie soll man das denn hier anstellen? Und nach oben hin geht es genauso wenig. Könnte man aber theoretisch genauso machen, dass es dann nach oben hin sich hochzieht. Und dementsprechend, und dass man dann da durchgehen kann. Und wenn man dann wieder runtergeht, dann zieht sich das halt wieder zu. Also, ich fände das wirklich eine ziemlich klasse Idee. Ich denke mal, da gibt es auch Mods für, die das dann, also Better Pistons oder so, die das dann machen. Aber momentan gibt es das nicht. Okay, okay. Nur so ein kleines Hirn gespritzt. Versteht schon. So, ich will diesen Enderman. Ich finde mir den hier. Erstaunlich wenig Mobs unterwegs hier.
Ach Mist. Ach nee, scheiße. Sogar auf einen Schlag. Diese zweite Andy. Hier. Mist. Na komm. Wo bist du? Muss ich mich verarschen, da findet ein Zombie einen Weg hier raus bei den Bäumen. Das gibt's ja nicht. Ist eine Spinne? Schade. Zack. Pack mal die Markenfüllung hier rein. Zu wertvoll. Genau wie Enderperlen, von denen wir immer noch viel zu wenig haben, aber zumindest schon mal eins Deck. Ach, beim Sortieren ist es ja wieder. Naja, so, Birken. Wieso haben wir Birke mit? Ach so, ja, wir haben Dings abgebaut. Wir haben ja die Birkenteile für unsere Glossen abgebaut. Dann können wir gleich mal den machen. Hier bin ich mir noch nicht schlüssig, was wir da machen. Naja. Das sieht ja schon geil aus, wie die Buchstaben da so rauskommen. Das oben ist zwar nur Deko, aber das hier... schon schön. Schärfe. Ja, man kann auch eine Angriffsaxt machen, also man hätte gar nicht, also man muss nicht unbedingt ein Schwert nehmen als Angriffsitem, sondern man kann sogar eine Axt machen. Ist dann halt ohne Plünderung und so, aber man kann Damage raushauen. Schon eine nette Sache. Aber guck mal, wie Effizienz schon 17 Level kostet. So. Das ist immer noch sehr nervig, das hat Torsti schon gesagt. Ich würde es ja gerne ändern, aber wie? Theoretisch hätte ich einen Plan. Aber ich weiß auch nicht, ob das so viel geiler aussehe und ob ich das so hinkriege. Ich will mal schauen, ob das... Nee, das geht nicht. Das probiere ich irgendwann mal offscreen aus und guck mal, ob das dann geht. Aber was vertüdeln wir ja eigentlich die ganze Zeit? Mal das Birkenholz weg. Genau. Und Schwarz. Auch schon wieder einen über. Das heißt, wir können... Schon wieder Tag. Meine Fresse. Nummer 8 Blöcke machen. Pams. Dann haben wir auch schon eine Menge von Nita-Quarzblöcken. Aber ich finde noch keine gute Verbindung dafür. Also, das sieht schon geil aus, dieses Muster. Aber hier im Moment passt das hier nirgends rein. Naja. Ach ja, da bist du kurz. Hab ich ganz vergessen. Hier scheint es ein bisschen abgeflossen zu sein seit letzter Folge. Ein Wunder, dass das in Nita doch mal geht. Ich meine, fast schon vorletzter Folge.